Okay, so what the f is era? Basically, it's science. It's also a water bottle. But let's first focus on the magic of science. Most of us think we taste with our tongue, and that's partially right. Your tongue reads the basic flavor information: sweet, mm. sour, bitter, or salty. But your nose contains receptors that decode the flavors you really love, like coffee, apples, or gin tonics. Taste really happens in your nose. So does era. It's simple. You put water in the bottle, you put a flavor pod on, you activate it, and you drink it. It makes a funny sound because the bottle lets air into each sip of water. The pod fills that air with 100% natural flavor, and suddenly you're drinking pure and unflavored water that tastes like something. It's mind bending. But unlike The Matrix, it's completely real. Think new, drink new. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei HWZ Meats. Schön. Sind Sie heute Abend hier und die Frau der Stunde will ich Ihnen gleich zunächst zu Beginn hier vorstellen. Sie ist Lena Jüngst, zu meiner Linken hier, und zu ihrer Rechten von Ihnen aus gesehen. Mhm. Sie ist Mitgründerin, Miterfinderin von AirUp, einem Startup aus, man darf sagen, Süddeutschland, glaube ich, oder durchaus ja, mit diesen klar. Wurzeln, das in kürzester Zeit über 60 Millionen Euro an Investitionskapital angehäuft hat und das gerade. Wenn Sie heute auf YouTube waren, wahrscheinlich in Ihrer Pre-Roll erschienen ist oder wenn nicht da, dann sonst irgendwo auf einem ähm, Paid Place, irgendwo auf einer Webpage, die Sie wohl angeklickt haben. Werden wir auch noch darüber sprechen. Lena, schön bist du hier und willkommen zu HWZ Meets. Ja, voll schön, dass ich kommen durfte. Wir haben viel zu besprechen heute Abend, nur noch kurz zu meiner Person, damit ist das geklärt und aus dem Weg. Julian Torner, ich bin auch ein Kind der HWZ sozusagen. Ich habe 2017 hier abgeschlossen, ist quasi meine Alma Mater und ich habe hier Business Communication studiert. Genau. Vielleicht gleich zu Beginn, wir haben eine Stunde Zeit, wir können eine Stunde quatschen und es soll wirklich ein Gespräch sein. Ich habe ganz, ganz viel von ihr gelesen jetzt, Lena, viel gehört. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon. Als wäre ich mit dir verwandt, ist natürlich nicht so, aber ich glaube, wir haben richtig viel zu bequatschen hier. Und am Schluss natürlich auch ihr aus dem Publikum dürft, sollt unbedingt bitte eure Fragen stellen. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit für ein QA, das wir auch so richtig nutzen können. Und ich habe da schon einige Sachen gehört von Leuten, die sich interessieren, was dich zum Beispiel motiviert hat, das überhaupt anzugehen und dich selbstständig zu machen. Also ganz, ganz viel zu besprechen. Ich freue mich auf die nächsten Minuten hier mit dir, Lena. Ich mich auch. Vielleicht gleich zu Beginn eine etwas philosophische Frage. Was würde die Lena von 2011 über die Lena von 2021, wo sie jetzt ist, mit ihrem Unternehmen, ihrem eigenen Unternehmen, denken? Was würde sie dazu sagen? Oh Gott, was würde ich dazu sagen? Ich glaube, ich, ich habe nie äh, gedacht, dass ich hier landen werde und hier irgendwie eingeladen werde zu irgendeinem Talk, weil ich irgendwas Spannendes zu berichten habe. Also, ähm, ja, war. Äh, wie gesagt, was wir gemacht haben, war nie geplant. Und dementsprechend, ich hatte ein ganz anderes Bild von mir, was ich in der Zeit machen werde. Ich dachte, ich werde in irgendeiner coolen Agentur arbeiten und das klassisch Kreativleben, ja, an dem klassisch Kreativleben teilhaben. Und jetzt sieht mein Alltag leider manchmal etwas anders aus. Und auf der anderen Seite ist er aber doch sehr viel anders und sehr spannend auch, ja. Eure Information, Lena ist heute um 8 Uhr, hat angefangen mit Meetings und jetzt quasi ein Zwölfstünder hier noch die Fragen von diesem Typen vom SAF noch quasi beantworten und dann äh, endlich schön Abendessen gehen. Aber das ist schon ein anderes Leben. Du sagst immer, ich habe das schon mehrmals jetzt von dir gelesen und gehört, es war nicht geplant. Ja. Yeah. Wenn ich dann lese, du hast ähm, bereits deine Bachelorarbeit an der HFG in Schwäbisch Gmünd, war das? Ja. Yeah. Bekan ganz bekannte Stadt. Ganz bekannte Stadt, genau. <laughs> Eigentlich könnte ich ja Schweizerdeutsch reden oder so nah an, Schw an der Schweiz wie ja, Baden-Württemberg liegt ich, oder ja. Schwaben. Ich, ich spreche leider nicht Schwäbisch, auch wenn das viele Leute denken, aber ähm, ich, 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 ich würde mein Bestes versuchen, um dich verstehen zu können. Aber ja, du kannst es mal probieren. <laughs> ich glaube, ich bleibe glaub, beim Hochdeutschen, ist besser für uns alle. Ähm, eben, du hast da deine Bachelorarbeit bereits in diese Richtung Neuroscience meets Design, so wow. hatten wir es damals genannt, ja. Wie wird man von der Designerin zur Unternehmerin? Oh, uh, gute Frage. Überhaupt äh, kein logischer Schritt, würde ich mal behaupten, weil im Gegensatz zu wahrscheinlich sehr vielen, die hier drinnen sitzen, haben wir null wirtschaftliches Wissen beigebracht bekommen oder ähm, irgendwie in die Richtung gedacht. Ähm, also wir haben, das, der, der Studiengang an sich, den ich äh, absolviert habe, war sehr praxisbezogen, hatte viele... Ähm, zwar schon auch, wir hatten schon theoretisches Wissen auch, was wir mitbekommen haben, aber das hat sich sehr wenig auf, äh, wie baut man ein Business auf, ähm, wie lässt man sich seine Ideen schützen, alles Dinge, die man eigentlich schon auch äh, gut gebrauchen könnte, ähm, aber die habe ich äh, nicht mitbekommen. Also tatsächlich, wie ich dann aus dem Designsektor in diese Unternehmung reingerutscht bin, ist eigentlich über. Ähm, ja, gute Freunde, die sich quasi uns angeschlossen haben, also Tim und ich haben quasi diese Idee gehabt, ähm, wir fanden die ganz nett, haben uns gedacht, ja, <laughs> ja, können schon den Leuten gefallen, wird ein Problem lösen, aber mal schauen, was draus wird und dann hatten wir so unsere Pläne, hatten, hatten nicht vor, irgendwie groß was draus zu machen und dann kam eben ein alter Bekannter von mir und hat gesagt, hey, ich bin auf der Suche nach einem Masterarbeitsthema, der hat Lebensmitteltechnologie studiert, war äh, Ernährungswissenschaftler schon zu dem Zeitpunkt, auch noch gelernter Koch. Ähm, also, da hat vieles zusammengepasst und der hat dann gesagt: Boah, ich finde die Idee so cool, ich habe von der gehört und ähm, ich würde sehr, sehr gerne eure Aromen weiterentwickeln, weil ich meine, wir hatten damals mit Backaromen und so getestet, also, es war nicht so wahnsinnig, ähm, ja. Sophisticated würde man in Englisch sagen. <laughs> ähm, und auf der anderen Seite hatten wir eine Hypothese aufgestellt. Also wir hatten eine Hypothese aufgestellt, wenn man über Duft Geschmack simuliert, dann nimmt man nichts zu sich außer dem getrunkenen Wasser oder aus alles, was man halt. Also der Duft hat keine Auswirkung auf den Körper. So war die Hypothese damals. Und er hat gesagt, ich, ich kann testen, ob das wirklich funktioniert. Und so ging das eigentlich alles los. Der hat dann auch gesagt, ähm, ja, irgendwie an einem, an einem Zeitpunkt, wo wir dann festgestellt haben: okay, Aromen lassen sich produzieren, okay, ähm, die Hypothese geht auf. Also, es findet zwar tatsächlich ein Stoffübergang statt, der ist aber so minimal, dass der keinen, keine Auswirkungen auf den Körper hat. Also, zum Beispiel, Allergiker können auch. Ähm, Düfte genießen, die sie sonst nicht genießen könnten, also Geschmacksrichtungen, die sie nicht genießen könnten. Und dann war eigentlich der Punkt, dass er gesagt hat: So, boah, die Idee ist viel zu gut, komm, wir müssen da irgendwas draus machen. Und so ging das dann eigentlich los. Und dann war so ein bisschen Selbstläufer, muss man dazu sagen. Also nicht, weil da keine Arbeit involviert war oder so, sondern es war wahnsinnig viel Arbeit involviert. Aber es ging dann halt immer den nächsten Schritt weiter. Und man hat sich gar nicht so sehr die Gedanken gemacht, äh, gründe ich jetzt wirklich ein Un Unternehmen? Will ich das? Will ich, ähm, will ich? Wo will ich eigentlich hin? Klar, die Frage hat sich man sich zwischendurch schon mal gestellt, aber ähm, das war dann nicht so ein geplanter Weg. Man hat halt immer so weit gemacht, bis man, wie man gekommen ist, so ja. ungefähr. Bei Unternehmerinnen und Unternehmern spricht man auch oft äh, von diesem zündenden Funke, der das alles quasi entfacht hat. Mhm. Und als ich da deine Interviews gelesen habe, ich habe gelesen, dein Vater ist Richter, deine Mutter ist Lehrerin, stimmt das? Ja. Ähm, du hattest keine quasi Vorbilder in dem Sinne, wo du Unternehmertum zu Hause erlebt hast, gesehen hast. Was glaubst du, woher kommt das bei dir? Dieses, dieses, diese Offenheit, überhaupt auch das zu machen. Risikobereitschaft. Ich glaube, was, äh, was meinen Werdegang vielleicht geprägt hat, dass ich Dinge einfach immer ausprobiert habe. Also ich habe nicht lange darüber nachgedacht, ähm, sondern, oder mir Gedanken gemacht, was, was könnte schiefgehen, was könnte alles, äh, was könnte daraus werden, sondern ich habe mir gedacht, naja, wenn ich es nicht ausprobiere, dann werde ich nie wissen, wie es ist, ein Unternehmen zu gründen oder sich selbstständig zu machen. Und ein anderer Aspekt war tatsächlich, ich war damals bei Philips, ähm, habe ähm, in der klassisch Produkte sein gemacht und habe festgestellt, als Kreative, als Kreativer ist man immer an, am untersten Ende der Kette und bin heute nach wie vor der Überzeugung, dass das die falsche Position eigentlich ist, weil du überhaupt keine Auswirkung mehr hast auf, was du da am Schluss ähm, produzierst oder entwirfst. Ähm, und ich bin der Überzeugung, dass so, wie wir im Moment Produkte entwickeln, nicht mehr ganz zeitgemäß ist, sondern dass man sich schon weit mehr Gedanken machen muss und habe mir gedacht, okay, das werde ich wahrscheinlich in keinem Unternehmen tun können, das werde ich in keiner Agentur machen können, umsetzen können. Also muss ich irgendwie muss ich was Eigenes aufbauen. Und so war dann ja so bin ich dazu gekommen. So waren meine Überlegungen damals auf jeden Fall. Du machst hier ein wunderbares Fass auf, was ich äh, auch gerne noch weiter darauf eingehen würde später dann bezüglich eben diesem, wie wir heute Produkte produzieren. Hast du ein wunderbares Quote abgegeben bei der NCZ. Da würde ich gerne noch darauf mhm. eingehen. Ähm, zunächst aber so quasi zum Werdegang, wie es dann weiterging. Eben du warst dann bei Philips in Amsterdam mhm. und hast dann gemerkt, das ist nichts für mich. Ich mache jetzt echt mein eigenes Ding. Du hast, wie du vorhin gesagt hast, die richtigen Leute gekannt. Mhm. Du hast das Know-how aus allen möglichen Ecken quasi zusammengefügt und dann habt ihr gesagt, es gibt da diesen Galileo-Beitrag von vor drei <laughs> ja, Jahren, das war das 2018 erste. war das, glaube ja. ich, oder? Ja, oh, der ist ewig alt, ja. Und da kam das wohl so das erste Mal alles zusammen, oder? Es hieß noch anders da. Tennis. Ja, also zusammen kam, also wir hatten, ich habe gerade erzählt, Fabi kam dazu, der hat dann seine Masterarbeit dazu geschrieben. Und dann hat er gesagt, hey, es gibt so ein Gründerstipendium bei uns, also gibt es in Deutschland, da kann man sich da mit einer Idee für bewerben. Diese Bewerbung muss man über eine Universität einreichen und dann bekommst du, wenn du dieses Stipendium bekommst, ein Jahr Gehalt für drei Personen und du bekommst so einen Prototyping-Grant oder ich weiß gar nicht, wie das genannt wird. Du bekommst quasi einen kleinen Betrag, den du für Prototypen und so weiter aufwenden kannst. Und er hat dann damals gesagt, boah, das ist doch ganz guter Start. Da könnten wir einfach mal testen, ob das auch, ja, wie weit wir kommen. Was wir, und wir könnten alle Vollzeit an, dem ganzen, an diesem ganzen Produkt arbeiten. Und für die Bewerbung haben wir damals einen Businessplan gebraucht. So, Tim und ich haben es aber beide. Eine, wir mussten für unsere Bachelorarbeit einen Businessplan schreiben, der aber, wenn man den heute sich durchliest, oh Gott. <laughs> ähm, ja, wir waren auf jeden Fall nicht dafür geeignet. Fabi hat sowas auch noch nie gemacht und dann haben, war irgendwie noch die Option, ja, okay, dann lass uns doch jemanden suchen, der sowas kann. Und dann habe ich einen alten Schulfreund von mir gefragt, Janis, der auch heute nach wie vor bei uns Invest Relations und Finance macht. Und als Team zu viert haben wir dann dieses Gründerstipendium begonnen. Und in diesem Gründerstipendium, eigentlich, was wir gemacht haben, also wir hatten. Damals wir hatten einen funktionalen Prototypen, aber der weit, war sehr sehr weit weg davon produzierbar zu sein ähm, und finanzierbar zu sein und ähm, ja wir haben so die Grundstrukturen für unser Unternehmen gelegt. Also wir mussten musst ja dann eine GmbH gründen und da musst du irgendwie dir überlegen, äh, wie du jetzt weiterhin an Geld kommst. So, also was nehmen wir jetzt einen Kredit auf? Leider aber keiner von uns reich ähm, oder gar nicht reich, also wir waren alle de facto pleite, von dem her ähm, hat sich die Frage gar nicht gestellt, ob wir Bootstrappen können. Ähm, und dann, ja, das waren so die ersten Schritte, die wir gemacht haben. Also erste seed hatten wir zu dem Zeitpunkt, ähm, wir haben uns überlegt, wie wollen wir denn das Produkt produzieren. War dann vielleicht nachher alles etwas für die Tonne, weil wir uns irgendwie dachten, wir machen eine Erstserie von, ich weiß nicht, 10.000 Stück, was wir festgestellt haben, gar nicht möglich ist, weil das einfach ähm, ja, viel zu teuer ist ähm, für so eine kleine Stückzahl. Ähm, und ich glaube, wir hatten unsere erste, nee, wir hatten noch keine erste Anstellung. Aber wir hatten unsere erste Werkstudentin. Wir haben dann den Simon dazu geholt. Simon ist dann quasi sozusagen unser fünfter Mitgründer, der dann für Sales und Marketing reinkam. Und dann so, da, so ging das so ungefähr los. Da hast du noch auf der Bowlingbahn gearbeitet? War das da noch? Low Point in meinem Leben, ja. Ich habe. Ähm ja, ich habe, also ich war in Amsterdam, habe da ein Praktikum gemacht. Tatsächlich, das ist in, im, im Kreativbereich gar nicht so ungewöhnlich. Man muss relativ viel Praktika machen, bis man überhaupt an einen Job kommt. Und die haben mir dann auch einen Job angeboten, aber der wäre in Shanghai oder Singapur gewesen. Und da war für mich so ein bisschen auch die Frage, okay, äh, das kam vielleicht noch dazu. Äh, will ich mich selbstständig machen? Ja, nein. Äh, ich wusste, wenn ich eine klassische Produktdesign-Karriere anfange, dann werde ich mich viel im internationalen Kontext bewegen. Da werde ich wahrscheinlich alle zwei Jahre umziehen, nach Mailand, vielleicht nach Asien, vielleicht in die USA. Und ich hatte da so mäßig Bock drauf, nicht weil ich nicht gerne in andere Länder gehe, sondern weil ich mir dachte, so langfristig ist es vielleicht nicht meins. Und dann bin ich zurück nach Deutschland, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir das Gründerstipendium bekommen, dann arbeiten wir alle Vollzeit an diesem Produkt. Wir hatten kein Geld. Und bis wir dieses Gründerstipendium bekommen haben musste ich Geld verdienen, musste Versicherung und ich weiß es gar nicht mehr und bin dann irgendwann bei der Bowlingbahn gelandet, weil es das erste war, was ich bekommen habe und es war wirklich, ich hatte einen Moment, da war ich beim Arzt und ich musste meinen Arbeitgeber nennen, ich musste meine Adresse nennen und ich glaube, ich musste irgendwas, ich glaube nicht, nicht, nicht Gehalt, ich weiß es gar nicht mehr, und dann habe ich die Adresse von meinen Eltern eingetragen, die Max-Munich-Bowlingbahn als meinen Arbeitgeber und ich dachte, oh Gott, Lena, was machst du eigentlich? Es ja, so, wie blickst du jetzt heute auf diesen, wie du sagst, Low Point zurück? Wie würdest du den einordnen für dich als... Ich glaube, da muss jeder mal durch. Aber ähm, ja, als, als gesund wahrscheinlich. Ich glaube, man weiß danach sehr viel sehr, äh, mehr zu schätzen, wenn man mehr Geld hat, ähm, wenn man mehr Freiheiten hat ähm, in seinem Job, wenn man wirklich machen kann, was man, was man will. Ja, weiß ich ich glaube, es ist ganz gut, mal da so einen Reality-Check am Anfang zu haben. Und ähm, ja, ich meine, am Anfang, wir hatten natürlich auch super wenig Geld. Also bei so einem Gründerstipendium kriegst du, ich weiß gar nicht mehr, was wir bekommen haben. Ich glaube, wir hatten am Schluss alle 1000 Euro oder so im Monat. Was jetzt für, für, ich weiß nicht, in der Schweiz, ich weiß, dass das ja natürlich Geld ein anderes Thema ist. Ähm, aber da konnte man sich ja gerade so seine Miete mitzahlen und ein bisschen über Wasser halten. Und dann ging es halt kontinuierlich auf. Das war, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Mhm. Ich hatte nie das, den Punkt, ich glaube, das haben schon viele andere Unternehmer und Unternehmerinnen, dass sie irgendwie aus einem gut bezahlten Job rauskommen und dann sagen, so, boah, jetzt muss ich meinen Lebensstandard für zwei Jahre komplett ändern ähm, und auf ganz, ganz viel verzichten. Und das gab es zum Glück bei uns nicht so in der Härte. Ja. Normalerweise sagt man ja bei Startups Friends, Family and Fools oder beim Anfangskapital und ihr habt jetzt euch für diese... Für, dieses, für diese Hilfe vom Staat entschieden. Exist mhm. oder hieß die? Genau. Ähm, wie würdest du das rückblickend einordnen? War das die richtige Entscheidung? Beste oder? Entscheidung. Weshalb? Ja. Weil, also ich glaube, erstens, ja, ich meine, die Frage hat sich bei uns tatsächlich nicht gestellt. Also wir hatten alle jetzt keine superreichen Verwandten oder so. Aber ich glaube, das bringt eine andere Komponente rein. Wenn du das Geld von deinen Verwandten ähm, ja ein hohes Risiko setzt, das setzt dich nochmal viel, viel, viel mehr unter Druck. Ich meine, bei Investoren ist es natürlich auch deren Privatgeld und du willst es auch nicht ähm, verschwenden, aber du weißt, die sind danach nicht arm, wenn sie jetzt, also die werden nicht am Hungertuch nagen danach, wenn es halt weg ist. Und ich glaube, dass, wenn du jetzt Geld von Freunden oder Familie ähm, verwendest, dann hat es, das, das bringt nochmal eine ganz andere Komponente rein. Und ich glaube auch, wenn es ungleich verteilt ist, also wenn jetzt quasi in diesem Gründer, im in einem, in einem, in einem großen Team zu gründen, ist schon. Auch nicht einfach, du hast ja eh schon viele Diskussionen und so am Anfang. Wenn es dann auch noch ungleich verteilt ist, wie viel jeder mit reinbringt, ich glaube, das gibt eine ungute Dynamik. Du sprichst hier so locker, entspannt über diese Investoren. Wie gelingt dir das? Mir ist das immer wieder aufgefallen jetzt bei deinen Gesprächen. Eben, da, du hast mittlerweile namhafte Investoren, die da dabei sind bei eurer Unternehmung. Ich hoffe, die hören nicht zu. <laughs> also... Das bist einfach du, nehme ich. An. Oder woher kommt diese Entspanntheit auch? Ich wäre ja niemals so entspannt, wenn ich so diese Zahlen im Rücken hätte, die ich auch erfüllen muss, wahrscheinlich. Ja, ich, wie gesagt, ich glaube, dass das Besondere an unserem Team ist, dass das jetzt niemals so ein Riesenwunsch von uns allen war. Also ähm, dieses Unternehmen zu dem Punkt zu bekommen. Ich meine, es ist super cool und ich glaube, was wir alle tun wollten, ist diese Idee zu realisieren, aber dieses Drumherum war nie der große Traum irgendwie von uns allen. Es ist voll cool, dass es so ist, ähm, aber ich glaube, es ist nicht der entscheidende Punkt für uns jeden. Mhm. Was du ja oder was ihr damit geschafft habt, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht nur von dir rede, eben ja, das ja, ist ja ein eben. Quintett ja, quasi, das da dahinter steht. Ähm, Ihr habt den heiligen Gral der Investoren geknackt, kann man glaube ich sagen, oder? So quasi das, du nennst es Rasierer, Rasierkopf-Modell. Ja, Razor, Razorblade, das habe ich von ah, ja. den BWLern unter äh, uns gelernt, dass das ein Begriff ist im Business-Jargon. Ja, das ist ein, ein, quasi dieses, man hat ein Hauptprodukt und quasi das Nachkaufprodukt, was... Ähm, ja, im, im Nachgang verkauft wird quasi. Der ähm, Pott, der quasi drauf kommt. Genau, oder, die, oder die Rasierklingen, die nach. Ich muss dann. noch kurz äh, zwischen anmerken, ich hatte auch eine Flasche gekriegt im Vorhinein. Ich habe die nicht dabei, die hat meine Frau geklaut. Die ist weg. <laughs> ah. Die habe ich nie mehr gesehen. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen gewollt auch von euch. Ich jetzt gedacht, jetzt kommt ein Twist. Ich fand sie richtig scheiße, deswegen <laughs> habe ich sie heute nicht dabei. Keine nee. Angst. Nee, 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 nee. Ich fand sie super. Die Gurke, okay. Limette haben mir am besten geschmeckt. Echt, ja? ja Gurke genau. ist kein Bestseller, aber finde ich auch gut. <laughs> das höre ich oft, ja, genau. <laughs> ähm, ich habe dich gerade unterbrochen bezüglich... Ähm, In, was, ich weiß gar nicht mehr, was hast du gerade gefragt? Wo waren wir stehen geblieben? Bevor Investoren, ich... ja, Heiliger genau. Graal, Investoren. Razor, Razorblade. Razor, Razor ah, Blade, ja, okay, danke. sorry. Razor, Razorblade-Modell. Ja, wir haben, ja genau, das Business-Modell, ich glaube, das war tatsächlich, das muss man zugeben, Tim und ich hatten nie darüber nachgedacht oder uns Gedanken gemacht, was ist, ist dieses Produkt jemals ein Produkt, mit dem man gut Geld verdienen kann? Hat sich dann herausgestellt, dass die Produktkategorie, also wir haben jetzt quasi ein, eine Mischung aus Tech und Foodprodukt oder Lebensmittel, also da könnte man... Also Potz könnte man, es ist zwar ja, nicht ein klassisches Lebensmittel, aber kann in diesem Lebensmittelumfeld äh, verkauft werden oder wird auf jeden Fall kontinuierlich verkauft. Und ich glaube, diese Kombination ist sowohl für Investoren interessant, aber auch halt eben, also einfach aus finanzieller Sicht interessant. Ja. Aber eben, es ist äh, sehr begehrt, alle wollen so ein Produkt auf den Markt bringen. Ihr habt das einfach so aus der Lust heraus, wie du das so entspannt erzählst. Ja, ist das heißt, man, man unterstellt ja immer den Designern und Designerinnen, dass sie sich keine Gedanken machen, wenn sie oder irgendwie einen kiffen oder trinken und dann kommt sowas bei rum. Das würde ich jetzt nicht so bestätigen. Ich glaube, man macht sich ein bisschen anders Gedanken darum. Wir wollten tatsächlich ein Problem lösen, das ist immer der große Anspruch, wenn man ein Produkt entwirft. Aber tatsächlich, wir haben, ja, wir, uns waren nicht bewusst, dass wir da auf so einem... Goldschatz, also das sage ich jetzt so dahin, aber dass, dass es auf jeden Fall aus einer finanziellen Sicht attraktiv ist, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Ja. Das Prinzip dahinter ist ja das retronasale Riechen, oder? Mhm. Ähm, kannst du das kurz zusammenfassen, wie man das am besten umschreibt? Ja, also unser Geschmackssinn oder wie wir schmecken funktioniert so, dass wir einen großen Teil über die Nase wahrnehmen und einen sehr viel weniger großen Teil über die Zunge. Also wir haben Geschmacksknospen quasi auf der Zunge und wir haben Riechrezeptoren in der Nase. Es spielen auch noch andere Sinne. Also alle unsere fünf Sinne spielen eigentlich ähm, auf unsere, wie wir ähm, schmecken, ein oder zahlen darauf ein. Aber ich sag mal, der Tastsinn, ähm, das Visuelle macht nur einen ganz, ganz kleinen Teil aus. Ähm, was, also das Geruch eine große Rolle spielt beim Schmecken, das weiß man ja schon lange. Aber wie dieser Geruch ähm, wahrgenommen wird, das ist tatsächlich eine eher junge Erkenntnis. Und zwar, ähm, wenn man Lebensmittel zerkaut oder wenn man etwas trinkt, dann werden Aromen freigesetzt, die retronasal, also bedeutet durch den Rachenraum hoch zu den Riechrezeptoren steigen, die hier in der Nase sitzen dort als Geschmack wahrgenommen werden und dann ausgeatmet werden durch die Nase. Und das ist der entscheidende Punkt tatsächlich, weil man früher mal dachte, dass man während dem Essen, also dass der Geruch eine Rolle spielt, weil man quasi die Geruchsquelle während dem Essen unter der Nase hat und während dem Essen durch die Nase einatmet. Das ist aber ein unnatürlicher Prozess und deswegen funktionieren, es gab schon viele Produkte, die in dieselbe Richtung. Ja, tendiert haben. Also es gibt zum Beispiel ähm, Bierflaschen, die haben in dem Kronkorken so einen kleinen, äh, so einen sehr dünnen ähm, Film wo der irgendwie nach Zitrone riecht oder so oder man, also da gibt es verschiedene Produkte, die irgendwie Geschmack stimulieren sollen, aber das hat nur einen sehr geringen Einfluss, weil man eben das nicht natürlich macht, man atmet beim Essen nicht natürlich durch die Nase ein, sondern man atmet aus und da entsteht eigentlich erst die Geschmackswahrnehmung und ähm, über die Zunge schmeckt man nur die Grundgeschmacksrichtungen. Das ist tatsächlich auch was, was wir mit unserem Produkt nicht ersetzen können. Also wir werden jetzt mit dem Geschmackserlebnis von unserem Produkt immer nur diese 80 Prozent, die man über die Nase wahrnimmt, ersetzen können. Und damit können wir jetzt nicht die Cola rekreieren, aber wir können das Wasser spannender machen, könnte man sagen. Ja. Und das öffnet dann ja auch völlig neue neue Türen, wohin es die, die Reise noch gehen könnte für euch oder was? Haben ja, auf jeden Fall. Also Tatsächlich dieses retronasale Riechen ist etwas, was noch kein anderes Unternehmen in irgendeinem Produkt eingebaut hat und war unser großes Glück. Es ist, glaube ich, super selten, dass man auf eine Technologie stößt, die noch nicht irgendwie groß geclaimed ist und man sich irgendwie die noch schützen lassen kann. Ähm, und ich glaube, da gibt es noch sehr viele Möglichkeiten. Also da ist natürlich der Getränkebereich, ist jetzt die einfachere Variante. Man könnte dann auch noch in den Lebensmittelbereich gehen. Es wird dann sehr viel komplexer, weil dann ähm, spielen auch Temperatur, Konsistenz und so Dinge eine Rolle. Aber ähm, da ist auf jeden Fall noch viel Musik, glaube ich, in dieser Technologie. Wenn auch die Investoren gerne hören oder Investorinnen, die, denen schallern ja nur die Ohren, wenn die das hören oder das zum ersten Mal. Also die Finanzierungsrunden, die ersten, die müssen quasi einfach in Anführungs- und Schlusszeichen gelaufen sein für euch. Nee, das weiß ich nicht. Aber nicht, weil, also Investoren sind Herdentiere, sagt immer der Janis. Er sagt, am Schluss ist das halt auch so. Man muss eine wichtige Person erreichen, die auf die dem Produkt vertraut oder das dem, dem, dem Team vertraut und dann finden es auf einmal alle anderen auch interessant. Aber was wir ganz viel gehört haben war ja ganz nette Idee, wenn es im Supermarkt steht, sagt uns doch noch mal Bescheid. Hm. So ähm, und tatsächlich also ich glaube erste, die erste Finanzierungsrunde ist im Normalfall schon die schwierigste, weil ja da du halt das erste Mal wirklich überzeugen musst, dass, obwohl es das ein Riesenrisiko ist, da sein Geld reinzustecken, weil keine Sau weiß, ob das funktioniert, noch nie irgendjemand beduftetes Wasser davor verkauft hat, ähm, ja, die Leute zu überzeugen, dass sie da ihr Geld reinstecken, ist dann schon noch mal was anderes, wie wenn wir jetzt zu einem Zeitpunkt, wo wir bewiesen haben, unser Geschäftsmodell funktioniert, die Leute finden die Idee gut, ähm, ja, ich glaube dann geht es dann, geht's dann viel mehr um die Vertragsdetails und so. Aber das Interesse von Investoren ist da auf jeden Fall jetzt. So war das damals auf jeden Fall nicht. Wo hat da der Wind für euch gedreht? Wo gab es da diesen Moment, wo ihr gemerkt habt, ah ja, jetzt geht's quasi lockerer oder einfacher? Ja, das war tatsächlich, also mit der ersten Seed-Finanzierungsrunde, ähm, wir hatten damals das Glück, dass wir Frank Thelen kennengelernt haben, das ist ein Investor, den man in Deutschland ganz gut kennt, weil der bei der Höhle der Löwen mitgemacht hat, ähm, als Juror. Ähm, und der, es gibt viele Meinungen über ihn, aber der hatte auf jeden Fall, ähm, der ist, war verrückt genug zu sagen in dieser ersten Runde, ich finde das Produkt so geil, komme, was wolle, ich investiere. Ähm, und hatte dann auch noch zusätzlich den Kontakt zu Ralf Dümmel. Ralf Dümmel, auch ein Investor, den man, den man aus der Höhle der Löwen kennt, ähm, der unglaublich viel Wissen in seinem Unternehmen zur Produktion ähm, von Hardwareprodukten hat, weil der sehr, sehr, sehr viele Hardwareprodukte schon auf den Markt gebracht hat und umgesetzt hat. Und in der Kombination, und dann hatten wir noch einen äh, dritten Investor on Bord, der heißt Christoph Miller, der... Ähm, hat viele viele Getränkemarken aus Amerika nach Europa gebracht und dort groß gemacht ähm, hatten wir eine ganz gute Kombination an Expertise bei uns an Bord aber auch gleichzeitig an ich sag mal ähm, ja bekannten Namen so dass wir zum also wir haben so also ein bisschen damit hausieren gehen kann also wenn man ähm, Weiß ich nicht. Wir haben ja am Anfang auch unser Produkt in den Supermärkten verkauft. Und wenn man gesagt hat, ja, übrigens, Frank Thelen und Ralf Dümmel sind unsere Investoren, dann war das ein anderes Gespräch, wie wenn man davor gesagt hätte: ja, meine Mama findet es super. Aber, ähm, ja. Also, das ist definitiv ein Gamechanger, wenn man solche Namen quasi als Berater oder als Hilfe zur Seite hat. Ja, und aus PR-Perspektive muss man auch dazu sagen, also wir sind ja in Deutschland und in Österreich gestartet ähm, und Frank Thelen ist zum Beispiel jemand, der sehr, sehr viel in der Presse ist und PR war für uns ein, ein wichtiger Marketingkanal am Anfang, weil der umsonst war und relativ reichweitenstark ähm, und gleichzeitig, ich glaube, schon auch starkes Vertrauen aufbaut, weil wenn jemand... Also, wenn Journalisten darüber schreiben, über das Produkt, dann hat das gleich eine anderen. Also wir hätten uns auf den Kopf stellen können, hätten über, auf unserer Webseite, sagt man natürlich, also jeder sagt von seinem eigenen Produkt, es ist total geil, probiert's aus. Mhm. Ähm, aber es ist was anderes, wenn es von na, ja, jemand anders kommt und ähm, einer vertrauensvollen Quelle, sozusagen. Und dann gab es dann auch dieses Investment, das Jüngste, soweit so ich weiß, von PepsiCo. Ja. Das dann auch ein, ein, zwei Fragen aufgeworfen hat bei Podcast, wo du dabei warst, eben wie das quasi zusammenpasst: dieses gesunde, keine Zuckerstoffe zu sich nehmendes Air-Up und dann halt eben der Zuckerproduzent PepsiCo sozusagen. Wie passt das zusammen? Ja, ähm, äh, auch ich antworte da auch immer. Es ähm, war tatsächlich für uns eine wichtige Entscheidung. Ich meine, aus Finanzperspektive stellt man sich die Frage, wenn man einen strategischen Investor mit dabei haben. Das ist aber eine andere Diskussion aus, vieles, also aus, ich sag mal, Purpose-Perspektive oder aus ähm, idealistischer Perspektive war das natürlich für uns auch eine Fragestellung, weil wir mit unserem Produkt natürlich schon auch ähm, das Ziel verfolgen, eigentlich die Produkte, die Pepsi verkauft, und aber auch andere große Getränkeunternehmen zu ersetzen oder zumindest eine, Altern eine Alternative dafür zu bieten. Die Frage ist, die man sich ab einer gewissen Größe stellt. Also, ich glaube, man merkt irgendwann, man kommt aus, man bewegt sich sehr schnell. Also, bei uns war das zumindest so. In ganz andere Investorenkreise rein. Also, man merkt jetzt so die, die, die Business Angels, die das vielleicht so ein bisschen hobbymäßig machen, die werden bei der zweiten oder dritten Investiz also Finanzierungsrunde nicht mehr mitmachen, weil es da um ganz andere Geldbeträge geht. Ähm, von dem her war klar, wir müssen irgendwann mit großen Investoren zusammenarbeiten und wenn man einmal den Weg eingeschlagen hat, dann gibt es da auch kein Zurück mehr. Ähm, und ähm, damit war klar, ja, wir werden irgendwann uns mit einem der Großen äh, zusammentun müssen und haben uns dann aber auch, also sind zu dem Punkt gekommen, naja, wenn wir die Idee groß machen wollen, ähm, dann brauchen wir einen der großen Investoren an Bord. Und gleichzeitig haben wir natürlich schon auch geprüft, haben wir dieselbe Vision. Und dann auch gleichzeitig, man, man braucht ein gewisses Vertrauensverhältnis mit den Investoren. Und wenn man das hat, dann ist man auch relativ frei in dem, was man tut. Und das war uns wichtig und das war mit Pepsi gegeben. Und dann haben wir gesagt, okay, why not? Du sprichst das Strategische an. Ähm, PepsiCo, der amerikanische Markt, das ist euer erklärtes Ziel in naher Zukunft. Ja. Wie wichtig ist dafür ein solcher Player an der Seite? Oder ging es da auch ohne so, wie jetzt aufgestellt seid, in Europa mit euren eigenen Kanälen? Ja, also wir, haben nicht das, wir, haben keinen, wir werden keinen, Ansatz, keinen anderen Ansatz verfolgen für den US-amerikanischen Markt. Also unser Businessmodell bleibt nach wie vor dasselbe. Unser Webshop ist der, wird der größte Saleskanal sein. Von dem her dafür brauchen wir jetzt Pepsi nicht unbedingt an Bord. Ähm, aber auch da ist es natürlich wieder ein Vertrauensfaktor. Also ich glaube, wenn ein großes Unternehmen hinter so einem unbekannten Player, der auf einmal auf dem Markt erscheint, ähm, steht, ähm, Gibt es einem einen Vertrauensvorschuss und gleichzeitig haben die natürlich wahnsinnig viel Expertise in diesem Getränkemarkt ähm, und können uns ähm, dann nochmal Einsicht äh, bieten, wenn es jetzt darum geht, keine Ahnung. Ähm, wie ist denn die äh, weiß nicht, wie sind Strukturen in dem Markt? Was, wie wie sieht es mit Preisen aus? Ähm, was habt ihr so Erfahrungen äh, gemacht? Und gleichzeitig kennen die natürlich ganz viele Leute auch, die wichtig für uns sind. Also von dem her, auf jeden Fall bringen die viel Expertise auch mit rein, die für uns wichtig ist. Ihr kommt mit wahnsinnig viel Dampf in diesen amerikanischen Markt rein. Ihr habt den Umsatz letztes Jahr verzehnfacht, ja? Äh, haben wir das? Nein. <laughs> Habe ich mal gelesen irgendwo auf jeden Fall. <laughs> wir hatten, also wir haben letztes Jahr ähm, über 20 Millionen Umsatz gemacht und haben das jetzt in diesem Jahr in den ersten vier Monaten schon ähm, überstiegen. Also die Fieberkurve geht steil nach oben. Mhm. Wie geht's da der Produktdesignerin Lena, wenn sie da in diesen Sitzungen, in diesen Meetings sitzt und solche Marktexpansionen nach Amerika bespricht? Wie geht es ihr da? Also hast du nicht manchmal so Out-of-Body-Experiences, wenn du da, <laughs> da diskutierst? Mhm. ja. Mhm. Nee, nee, eigentlich nicht, aber ich glaube einfach, weil man, also eben, wer das ist jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, wenn man so ein Unternehmen gründet, dann steckt da schon auch sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit drinnen. Und ich, ich glaube, eines, eines unserer Probleme ist, dass wir zu wenig unsere Erfolge zelebrieren. Also, wir sind halt so sehr in unserem Hamsterrad manchmal drinnen, dass wir uns gar nicht irgendwie so diese Frage stellen, wie sind wir überhaupt da hingekommen und wie cool, dass wir eigentlich jetzt gerade über den US-Markteintritt sprechen, sondern es ist eher, ja, okay, wir müssen das machen, wir müssen das machen, wir müssen das machen, wir müssen das machen. Oh mein Gott, wie kriegen wir das alles hin? Ähm, so ist es eher manchmal. Also, es ist manchmal schon. Ähm, man hat manchmal schon so ein Überforderungsgefühl, aber da gewöhnt man sich sehr schnell dran irgendwie. Das wird dann irgendwann zur ja, Normalität. Da, wo man sich offensichtlich daran gewöhnt. Ja, also ihr habt jetzt auch personell, ging es ja krass ab, kann man sagen, mhm. noch, ähm, ein bisschen äh, umgangssprachlich. Ähm, ihr habt anfangs fünf Leute gehabt, das Quintett, das mhm. anfangs Quintett, das immer noch 30 Prozent der Aktien hat. Genau. Jetzt habt ihr 160 Mitarbeitende. Über 170, 170, ja. Wie haltet ihr da Schritt mit der Firmenstruktur, mit der Entwicklung am Markt? Wie, wie macht ihr das? Ja, wir haben, also ich meine, die Situation bei uns, fünf waren alle, war, alle ähm, war recht ähnlich. Wir hatten alle keine Erfahrung, wir sind alle gerade aus der Uni rausgekommen ich glaube wir waren alle ambitioniert wir hatten alle unsere talente in unseren jeweiligen bereichen und sicher schwächen auch in anderen bereichen aber was wir nicht hatten war erfahrung und das war uns schon auch recht bewusst und ich glaube darin sind wir gut wir sind immer recht gut darin zu erkennen okay das können wir nicht wir brauchen da hilfe und da haben wir uns einen erfahrenen geschäftsführer noch dazu geholt das war dann ähm, Anfang 2020, Chris Haut, der heute ähm, ja, Co-CEO ist. Die Rolle haben wir aufgeteilt zwischen Janis und Chris. Der ist quasi eher im internen Verhältnis unser CEO. Wir haben auch gesagt, es ist eigentlich sinnvoll. Wir sind fünf Leute. Wir haben meistens unterschiedliche Meinungen und manchmal Dis äh, ufern unsere Diskussionen aus. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass es jemanden gibt, der dann auch mal eine Diskussion, einen, einen Punkt hinter eine Diskussion setzt und dann auch sagen kann, naja, ich habe es schon dreimal äh, drei gemacht, so ähm, in die Richtung sollten wir laufen ähm, und es hat uns sehr viel gebracht. Also der hat schon sehr sehr viele Unternehmen ähm, skaliert in einer sehr ähnlichen Geschwindigkeit ähm, und der wusste ganz gut, welche Schritte wir ähm, ja umsetzen müssen, um nicht dabei draufzugehen bei diesem Wachstum. Ähm, und ein, ein wichtiger Schritt war zum Beispiel, dass wir uns sehr schnell ein Second Layer aufgebaut haben. Also wir haben uns quasi Experten reingeholt mit Erfahrung, das, was wir eben nicht hatten, ähm, und haben denen sehr viel Entscheidungsgewalt gegeben. Also uns ist wichtig, dass wir ja Strukturen haben, wo unsere Experten auch Experten sein können und wir nicht von oben irgendwas vorgeben. Ähm, wovon wir auch dann, ich meine, keiner im, äh, kann so im Detail mitdenken, dass man immer die richtige Entscheidung für jeden jeden Bereich bis ins kleinste Detail macht, also ähm, ja, es sind viele, viele strukturelle Entscheidungen, die wir getroffen haben, die es uns jetzt erlauben, so schnell zu wachsen. Andere, andere, anderer Tipp zum Beispiel oder ein anderes Learning, was wir generiert haben, wir investieren wahnsinnig viel Zeit ins Hiring, also wenn sich jemand bei uns bewirbt, dann haben wir drei Bewerbungsphasen. Wir haben ein erstes Gespräch, wir haben eine Case Study, dann haben wir Peer Sessions. Das ist dann auch nicht nur ein Gespräch, sondern im Normalfall sind es dann mehrere Gespräche mit quasi den den potenziellen ähm, Stakeholder, mit der die Person dann später zusammenarbeiten würde ähm, und das braucht natürlich sehr viel Zeit und viel Kapazität, aber damit sorgen wir dafür, dass wir eine relativ niedrige Fluktuation haben, also dass wir ähm, ja, sehr gut screenen, wen wir uns reinholen und damit dann auch meistens die richtige Entscheidung treffen. Was heißt niedrige Fluktuation? Kannst du das sagen? Ich weiß gar nicht, wie viele... Ähm, ich glaube, wir haben so um die zehn Leute gehabt, die bei uns jetzt in der Zeit gegangen sind oder wo wir, wo wir uns dann auch aktiv von den Personen getrennt haben. Ich frage deshalb, weil es mich auch wundernimmt, was macht das mit einer Firmenkultur von einem Start-up gerade, wenn man so schnell so groß wird? Ja, das, da muss man sehr aufpassen, glaube ich. Das ist, glaube ich, eine, eine Stelle, wo sehr viele Unternehmen zugrunde gehen weil sie zu schnell wachsen und damit ein ganz anderer Spirit natürlich reinkommt. Also ich glaube, der Übergang von Start-up zu Scale-up ähm, hat einen einen entscheidenden Unterschied. Die Workload, also die 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 was man Arbeit reinstecken muss, jeder Einzelne bei uns ist nicht so wahnsinnig viel kleiner geworden, auch mit dem Wachstum. Aber du bekommst also was Automatisch mit dazu kommst, ist, dass die Flexibilität geringer wird, dass, ähm, ja, ich sag mal auch Hierarchien ähm, sich aufbauen, weil du natürlich irgendwann nicht mehr die Möglichkeit hast, als Manager irgendwie, ich weiß nicht, 15 Leute oder so zu, ähm, zu managen. Ähm, und da musst du sehr, 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 glaube ich, sehr gut äh, reagieren. Erstens musst du aufpassen, dass Geschwindigkeit nicht verloren geht und Innovationskraft nicht verloren geht. Und da gibt es verschiedene Hebel. Aber dafür muss man sorgen. Und ich glaube auch tatsächlich, also es hat ja viel auch mit Identifikation mit dem Unternehmen zu tun. Also wie sorgst du dafür, dass vor allem auch in einer Remote First-Culture, also wir bei uns ähm, wohnen nicht alle in München, wir arbeiten nicht alle zusammen im Büro. Ich meine, seit Corona, das ging ja auch gar nicht anders. Ähm, und wollen wir auch gar nicht mehr mittlerweile, ähm, da ist es natürlich, das hat ein, bekommt eine ganz andere Komponente, da musst du sehr viel äh, sensibler sein auch für, glaube ich. Das spricht jetzt voll die BWL-Lena und nicht die Produktdesign-Lena oder wenn du so, solche Sachen dich darum kümmern musst. Bin ich, oh Gott, ich hoffe nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, ja, auch komisch, wenn nicht. Oder? Äh, ja, also es geht ja gar nicht. Ja, anders. klar, du, du denkst natürlich über Dinge anders nach. Mhm. ja. Mhm. ja. Vielleicht ist hier der richtige Zeitpunkt, um den Quote äh, noch zur Sprache zu bringen, den ich von dir gelesen habe. Okay, ähm, wo war denn das? Genau, das war in der NZZ, glaube ich, vom ah, Interview ja, der ja. nzz Viele Produkte sind nicht mehr zeitgemäß, befinden sich im Sinne einer geplanten Obsoleszenz in der 20. Variante des Redesigns. Es war Zeit für etwas Neues. Mhm. Da steckt extrem viel drin in diesem Satz von wegen äh, eben der ge geplante Obsoleszenz, mhm. die 20. Version. Das ist dann ja die Produktdesign Lena, die da spricht. Ja, ne? ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das war, was 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 man so kennenlernt in der Industrie. Also geplante Obsoleszenz. Ich meine, ich hatte nie, äh, habe nie irgendjemanden gehört, der gesagt hat, bitte bitte ähm, sorge dafür, dass das Produkt nach zwei Jahren kaputt geht. Ähm, aber was man schon merkt, ist, dass man natürlich Produkte, weiß ich nicht, die 20. neue Farbe einführt, aber eigentlich an dem Produkt an sich nichts verändert und damit Verkaufszahlen erhöht, die ja künstlich erschaffen werden und man dafür äh, ja gar nicht so so einen hohen Mehrwert aber mitgeneriert und natürlich ich meine jetzt hat heute ähm, muss ich auch dazu sagen dass äh, Idealismus mit Wirtschaftlichkeit einhergehen muss ähm, musste man da schon auch viel mit dazulernen also bei uns auch nachhalt unser Nachhaltigkeitsverständnis ist ähm, geht mit wirtschaftlich und äh, sozialer Nachhaltigkeit also äh, Ökologische Nachhaltigkeit geht mit ähm, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit einher. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, es gibt deutlich bessere Wege, Produkte zu entwickeln, als einfach immer nur die Farbe auszutauschen oder an den Künstler zu fragen: Hey, willst du nicht irgendeinen Muster entwerfen und dann machen wir das da drauf und dann wird es nochmal mehr verkauft? Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, dafür sind die Leute nicht mehr auch nicht mehr bereit. Also, ich glaube, dass sich da auch ähm, das äh, Einkaufsverhalten sehr stark verändert und verändert hat und aber auch noch viel stärker verändern wird. Du sprichst Nachhaltigkeit an. Das Thema Pots zum Beispiel mhm. wird auch ähm, genannt, gerade bei einem gewissen Kaffeehersteller, Kaffee herstellt ein ganz, ganz großes Thema. Ja. Wie, wie handelt ihr das? Ja, große, große Frage, die uns natürlich nach wie vor beschäftigt. Ich ähm, würde behaupten, bei uns hat es Nachhaltigkeit schon in dem Konzept eine Rolle gespielt. Und ähm, unsere Pots sind ähm, per se effizienter als ähm, die Getränke, die man in Supermärkten und so weiter kaufen kann. Aber dazu, natürlich äh, kann man da weiterhin verbessern und sollte weiterhin verbessern. Ein Riesenthema für uns war auch das Thema Produktion. Ähm, ich habe gerade vorher kurz schon mal drüber gesprochen. Also wenn man ein Hardware-Produkt produzieren lässt, dann brauchst du sehr, sehr teure Werkzeuge dafür. Diese Werkzeuge sind so teuer, dass du für ein hohes Invest brauchst. Das auch unter anderem Grund, weswegen wir uns sehr sprühklar klar weil Wir brauchen Investoren. Ähm, aber ähm, ist es ist auch so komplex, dass du nicht viele Möglichkeiten hast. Also, du kannst am Anfang relativ schlecht aussuchen, wo du produzierst und mit wem du zusammen dein Produkt herstellst. Ähm, und damals war für uns die einzige Möglichkeit, zum Beispiel nach China zu gehen. Und das war was, was uns lange gestört hat und wo wir jetzt sehr, sehr viele Ressourcen reinstecken, dass sich das verändert. Also, wir sind jetzt gerade, wir haben schon eine Produktionsstätte in der Türkei aufgebaut, wollen jetzt nach Zentraleuropa gehen und nach und nach die Produktion so nah zum Kunden zu holen, wie es nur irgendwie möglich ist. Und. Ähm, ja, auch dann, wenn wir zum Beispiel den Schritt in die USA wagen, dann wollen wir auch dort Produktionsstätten gründen und so weiter. Das wäre uns damals gar nicht äh, möglich gewesen. Das haben wir erst dann jetzt, wo wir die Ressourcen haben und Kapazitäten haben, können wir über solche Dinge nachdenken. Und dementsprechend ist es auch einfach ein Entwicklungsthema. Ich glaube auch, was äh, Nachhaltigkeit, was ist ein nachhaltiges Produkt? Ich glaube, die Frage können wenig, wenige äh, beantworten. Ich meine, am nachhaltigsten wäre es einfach Leitungswasser zu trinken. Dass das die Leute leider nicht tun, ist die andere Sache. Also ich glaube, man muss sich immer wieder challengen, was können wir machen, was können wir tun. Und wir sind nach und nach dabei, diese Nachhaltigkeit quasi bei uns umzusetzen und diesen Gedanken so einzupflanzen. Das ist auch ein Kulturthema. Also wir können auch, am Schluss sind wir sehr darauf angewiesen, dass die Air APIs, wie wir sie nennen, auch jeder mitdenkt in dem Bereich. Und dafür brauchst du auch die richtigen Leute und du brauchst die richtige Kultur im Unternehmen. Wenn ihr jetzt so auf einen neuen Markt zugeht wie die USA, wie geht ihr das an? Auch in der Schweiz, als ihr her losgelegt habt. Das war diesen März, oder? März 2021. Ja, genau. Wie geht ihr das an? Ähm, wir haben eine Strategie aufgestellt, die, ist relativ, also die relativ effizient für uns ist mittlerweile. Wir haben gesagt, ähm, und das haben wir eben... Da haben wir so einen Strategiewechsel gemacht. Wir hatten am Anfang in Deutschland ähm, und aber auch in Österreich unser Produkt auch im, im Handel verkauft, also im Offline-Retail, und haben festgestellt, dass das wahnsinnig aufwendig ist. Also, ich weiß nicht, ob das in der Schweiz überall dasselbe ist, aber in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass, wenn man jetzt mit einer großen Kette zusammenarbeitet wie Edeka oder Rewe, die haben dann, ich weiß nicht, sieben Großhändler in, äh, im Land. Ähm, du musst erstmal bei jedem Großhändler gelistet sein. Das bedeutet, du stehst in dem ähm, in dem, also du wirst in das Sortiment aufgenommen, aber das heißt noch lange nicht, dass jede einzelne Filiale dein Produkt listet. Das heißt, eigentlich musst du zu jeder einzelnen Filiale hinlaufen und sagen, übrigens, wir sind eher ab und es wäre total toll, wenn ihr euch äh, uns, äh, unser Produkt bei euch ins Regal stellt. Ähm, und das ist natürlich, das ist nicht machbar. Also, und das ist dann auch vom Impact relativ gering. Also von dem her haben wir uns irgendwann entschieden, ähm, Offline-Handel ist, so wie wir das damals betrieben haben, ist nicht unsere Lösung, sondern wir also setzen unseren Fokus verstärkt auf unser, unseren eigenen Webshop. Da haben wir nämlich die meiste Kontrolle. Wir haben Kontrolle über, wie positionieren wir unser Produkt, aber auch über den Preis unseres Produktes, weil wenn du in den Handel gehst, dann können die da relativ viel mitmachen und äh, es, sind, es ist natürlich nicht immer gut für, für die eigene Marke, für das eigene Unternehmen. Ähm, und du generierst G Daten über deine Kunden und das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil irgendwann willst du natürlich auch kennenlernen, wer kauft denn am Schluss dein, dein Produkt und für wen entwickelst du deine Marke, dein Produkt. Ähm, und so, somit ist das quasi unser, unser erster Schritt auch immer im Markt, also wenn wir ein Produkt, äh, einen Markteintritt machen, dann launchen wir unser Produkt erstmal über unseren Webshop. Zweiter Schritt ist dann der größte Marktplatz im Land. Das ist im Normalfall Amazon, aber in manchen Ländern eben auch nicht. Ähm und der dritte Schritt wäre dann, und das ist aber dann erst, wenn wir den Markt richtig gut kennen, wissen, unser Produkt funktioniert hier, dann nachhaltige Kooperationen mit dem Offline-Handel einzugehen. Also zum Beispiel in Deutschland stehen wir mittlerweile in allen Rossmann-Filialen. Das ist eine Drogeriekette bei uns und die haben ein anderes System, die sind zentral geregelt. Das bedeutet, wenn man einmal gelistet wird, dann steht man in allen Filialen und damit hat sich die Diskussion äh, äh, ja, das ist deutlich effizienter als das, was wir davor hatten. Du sprichst die Daten an, die ihr generiert, wenn ihr euren Online-Handel selbst macht. Ähm, wer ist eure Zielgruppe denn? Unsere Zielgruppe ist ähm, die Gen Z. <laughs> ähm, unsere größte Käufergruppe ist zwischen 18 und 25 Jahre alt. Ähm, wir wissen mittlerweile, und ich habe es jetzt hier schon öfter gehört, Kinder... Vor allem finden uns aber auch gut. Also das sind dann die 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 Leute, die unter 18 sind. Ähm die werden noch nicht erfasst quasi in der Zielgruppe. Die werden noch nicht erfasst. Deswegen das wissen wir nur über ähm, andere Recherchen, die wir betrieben haben. Ähm und damit einhergehend äh, wächst jetzt auch eine Zielgruppe zwischen 40 und 50 an, weil das wahrscheinlich die Elterngeneration ist. Ähm Genau, aber dafür, also Gen Z war auch ist unsere Kommunikationszielgruppe, aber auch unsere größte Käufergruppe. Und ähm, was interessant ist, und es war schon auch der gewünschte Effekt, wenn wir eine attraktive Zielgruppe wählen für die Kommunikation, dann sind wir wahrscheinlich auch für. Andere äh, Generationen interessant, weil sie entweder einmal äh, ja so sein wollen wie die jüngere Generation oder eben so sein wollen wie die ältere Generation über ihnen, ähm, was zum Beispiel bei Kindern der Fall ist. Genau. Und dann hat das ja auch Auswirkungen auf den Marketingmix. Eben, ich habe es angesprochen zu Beginn. Ähm, Pre-Rolls auf YouTube ist ein großer Bestandteil von eurem Marketingmix. Genau. Weil, das ist jetzt auch, das geht mit dieser strategischen äh, Entscheidung anher, die ich vor, vorher erzählt habe. Wir haben uns irgendwann entschieden, unseren Fokus auf unseren eigenen Webshop zu lenken. Damit einhergehend war gut oder war natürlich sinnvoll zu sagen, wir machen hauptsächlich online marketing, weil wir da sehr gut über, auf unseren eigenen Webshop überleiten können. Ähm, und wir haben zusätzlich gesagt, es wäre nicht sinnvoll, sich von einer Plattform abhängig zu machen. Weil wenn da irgendwann, ich meine, es passiert schon auch manchmal, irgendwas verhaut, den Algorithmus, dann hat man ein Problem. Und das wollten wir nicht. Und gleichzeitig aber auch wollten wir herausfinden, welche Plattformen gut für uns funktionieren und natürlich funktioniert jede Plattform auch ein bisschen anders. Also von dem her haben wir so einen Multi-Channel-Mix gewählt ähm, und sind jetzt so ganz gut auf so drei Beinen aufgestellt. Einmal Influencer-Marketing, das war auch ähm, ein Thema, mit dem wir verstärkt in den also angefangen haben. Das ist natürlich ein guter Eintritt, weil da kannst du ja kannst du so probierweise ganz gut irgendwie anfangen. Die Mama-Influencerin, oder? Habe ich gehört, das sind die Besten, die am besten funktionieren. Ja, die haben sehr hohe Conversion-Rates auf jeden Fall. <laughs> ähm, soweit ich das weiß, aber <laughs> genau. Ähm, Langfristige und, Kooperation, genau. Langfristig, genau. Und natürlich dann irgendwann finden sie das für ihre Kinder auch nicht. Also Das hat sehr viele Vorteile. Nee, ähm, dann haben wir noch das Thema Performance-Marketing, äh, Social Paid. Das ist ein anderes Drittel, und dann haben wir Google, beziehungsweise das ist ein großer Teil YouTube-Marketing. Ja. Ähm, und das ist sicher, YouTube war auch ein, ein großer Erfolgsfaktor für uns, weil wir da ähm, ja unseren. Ja, eine ganz eigene Sprache für entwickeln konnten, um unser Produkt dann aber auch zu erklären. Also unser Produkt war ja überhaupt nicht, äh, also war extrem erklärbedürftig und dafür haben wir auch die richtige Plattform gesucht. Influencer sind gut, weil Influencer gut als Testimonials funktionieren, sagen, ey, das schmeckt tatsächlich nach was und ich finde es gut. Ähm, das ist schon mal ist ein, ein, erste, ja, ein erster großer Schritt. YouTube war gut, weil du da ein bisschen länger, längere Aufmerksamkeit spannen der ähm, der Kunden und Kundinnen hattest. Ja, und so hat es irgendwie ganz gut zusammen funktioniert. Jetzt geht es Volldampf voraus. Neuer Markt, neue Produkte habe ich gelesen. Kannst du da was aus dem Nähkästchen erzählen? In welche Richtung geht es da? Ja, das, das ist natürlich, das ist natürlich jetzt schwierig. schwierig genau. so viel wie du darfst, äh, so viel wie du willst. Ja, nein, äh, wir sind natürlich dabei. Also ich würde, ich würde, aus dem Unternehmen austreten, falls wir nicht an weiteren Produkten arbeiten würden. Also von dem, her, ja, wir sind natürlich bemüht, äh, weiteres zu entwickeln. Das sind im, im ersten Schritt ich sag mal die nächstlogischen Schritte. Also wir werden unser Portfolio mit dem Produkt, was wir haben, ausweiten. Das sind dann weitere Geschmacksrichtungen, was wir schon viel machen, aber auch weitere Farben, äh, weitere Materialien, aber nicht in dem, in dem Riesenausmaß, von dem ich vorher gesprochen habe. Ähm, und dann sind es aber in Zukunft, wollen wir uns natürlich auch mit der Technologie weiterentwickeln. Ähm, ich glaube, wir wollen, oder der, der, der der USP von unserem Produkt eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, ist verantwortungsvollen Konsum attraktiv zu machen. Und ich glaube, mit diesem Gedanken ähm, gibt es sehr viel mehr Produktkategorien und sehr viel mehr ähm, Produkte, die noch in Zukunft in unser Portfolio passen könnten und ähm, wo ich sehr viel Lust hätte, die zu entwickeln. Mhm. Schön kryptisch. Genau. Mm -hmm. Ja, das <laughs> war ja klar. Aber ich, äh, es ist ja nachvollziehbar, eben, dass ihr euch da nicht äh, quasi äh, in die Suppen spucken lassen wollt von irgendwelchen Competitors, die da auch noch mitmischen. Ähm, letzte Frage meinerseits, bevor wir hier dann den Saal auch einladen zum QA. Ähm, ich habe gelesen, dass du am Wochenende nie arbeitest. Also ich versuche es zumindest. Wie ich machst ja ähm, ich habe ein gutes Team aufgebaut, ähm, aber ja, ist auch ein bisschen Selbstdisziplin. Also ich habe irgendwann gemerkt, das war so. Also wir hatten schon, es äh, ist bei allen ein bisschen anders. Ich kann da nur für mich sprechen. Ich glaube, die härteste Phase für mich war kurz vor und kurz ma nach Markteintritt, mhm. weil äh, unglaubliche Deadlines äh, da existiert haben, extremer Druck, also ich meine auch, ich glaube, es ist viel psychischer Druck, weil man weiß ja nicht, funktioniert das Produkt, was macht man da eigentlich, ähm, haut man jetzt gerade das Geld von allen zum Fenster raus, ähm, wie geht's weiter, was sind eigentlich unsere langfristigen Ziele, wie strukturieren wir uns, äh, wie auch immer, also das waren ganz viele offene Fragen, die auch viel Druck ausgeübt haben. Aber es war auch einfach ein immenser Arbeitsdruck. Wir, wir, wir mussten halt alles, was wir uns überlegt haben, was wir machen wollen, mussten wir auch selber umsetzen, weil wir kein Geld für externe Partner hatten. Ähm, und genau und auch nicht irgendwie das Geld hatten ganz viele Leute anzustellen im, im Endeffekt muss man es dann halt alles selber machen und dann äh, ja, hat man dann halt Arbeitstage die quasi nicht aufhören und ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt okay das geht eigentlich nicht das kannst du nicht so weitermachen das ist nicht produktiv das tut dir nicht gut das tut keinen um dich um dir rum gut und von dem her habe ich mir irgendwann gedacht okay ich brauche meine Wochenenden sonst kann mich keiner mehr ausstehen und das finde ich schon sehr schade von dem her. <laughs> Ähm, ja und so versuche ich das durchzuziehen. Es klappt natürlich manchmal nicht so ganz, aber eigentlich schon. Ich habe unter der Woche ähm, quasi kein, setze mir keine Regeln. Also ich sage nicht, oh, ich höre jeden Abend um 19 Uhr auf, sondern da mache ich es halt so, irgendwie es reinkommt. Es gibt natürlich immer Phasen, es gibt stressige Phasen und es gibt dann entspanntere Phasen. Ähm, und am Wochenende versuche ich meinen Hobbys zu frönen. Da werden jetzt ganz, ganz viele Unternehmensgründerinnen und Gründer neidisch, wenn sie das hören. Eineinhalb Jahre von Gründung bis zur Rentabilität, fünf Tage Woche. Das klingt nach einem Traum. Lena, vorerst vielen, vielen Dank für deine Antworten. Ich würde jetzt gerne das Plenum einladen mit seinen Fragen hier noch, dich äh, ja so ein bisschen herauszufordern. Auch genau. Ja, wir haben bereits die erste Wortmeldung. Wir haben ein Mikrofon ja, hier unten. Sehr schön. Genau. Ja. Dann hören auch die hinteren rein, was. Ja, klar. Super. Also, vorerst äh, Gratulation dir, Lena, und deinem Team. Äh, super Leistung, finde ich äh, extrem beeindruckend. Meine Frage geht in die Richtung: Diese unternehmerische Freiheit und Kreativität, was ich da so raushöre, äh, wird das beschränkt durch, die, durch dieses schnelle Wachsen und äh, die Hereinnahme von externen Investoren? Gute Frage. Ähm, Als ich das, also, wenn man. An, der an Unternehmensgründung denkt, denkt man, das mache ich, um total frei zu sein in dem, was ich tue. Und man wird feststellen am Anfang, es ist nichts einschränkender, als so eine Unternehmung zu starten, weil ähm, nicht nur hast du einfach, bist du gezwungen, das zu tun, was notwendig ist, also du bist einfach, du, du suchst dir selber gar nicht so sehr viel aus, was du tun willst, sondern es ist einfach... Ich weiß ich nicht, das, was er halt gemacht werden muss, musst du tun. Ähm, und gleichzeitig hast du natürlich eine ganz andere Beziehung zu deinen Kollegen. Also du, ähm, der, äh, das ist schon, das ist einfach eine andere Dynamik. Ähm, ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass umso weiter wir gekommen sind mit all dem, was wir getan haben, umso mehr Freiheit kannst du, also konnte ich mir quasi selber nehmen, um die Themen zu bearbeiten, auf die ich Lust habe. Und heute tatsächlich genau, was ich jetzt mache, das sind genau die Themen, die ich sonst mir immer gewünscht hätte zu tun an einem Unternehmen. Also ich arbeite jetzt zum Beispiel an der Produktvision, was super kreativ und ganz abgedreht ist. Und ich arbeite an Markenstrategie. Das hätte ich mir vorher nie als Job gesucht, weil ich wusste gar nicht, dass ich das machen will. Aber ich finde es total geil und total interessant. Ähm, und damit ja, arbeite ich an sehr strategischen Themen und ähm, die Investoren halten sich größtenteils raus jetzt, weil sie wissen, dass wir erfolgreich sind. Das war am Anfang nicht so. Ähm, da haben sie dann schon oft noch ihren Senf dazu gegeben. Und das ja, muss, man, dann, äh, man, lernen, damit muss man lernen, damit umzugehen. Aber ähm, ja, umso wirklich umso erfolgreicher wir geworden sind und umso weiter wir gekommen sind, umso mehr Freiheiten haben wir uns quasi erarbeitet. No. <laughs> Danke für diese Eisbrecherfrage. Da sehe ich eine Hand ganz, ganz hinten. Zweitletzte Reihe. Ähm, ja, meine Frage ist ähm, wegen den Influencern, mhm. weil Sie ja meinten, dass Sie am Anfang die Werbung vor allem über Influencer gemacht haben. Ähm, da habe ich eine Frage, was waren so die Anforderungen an die Influencer, die Sie da hatten? Hatten Sie da irgendwelche Reichweitenbegrenzungen oder Texte, die Sie da vorgegeben haben? Ja, äh, gute Frage. Ich glaube, wir hatten damals ein relativ lockeres Briefing. Wir haben, ähm, ich sag mal, vor allem die Anforderung gestellt, dass sie unser Produkt richtig erklären. Ähm, also dass sie es nicht falsch benutzen. Das ist gar nicht so sollte man als Produktdesignerin gar nicht zugeben, aber es verwenden unser Produkt doch tatsächlich relativ viele falsch. Ähm daher kommt der Knick auch, muss man sagen. Ja, oder? genau, daher kommt der Knick. Oder dass die Leute dann die Pots nicht aktivieren oder so Geschichten, was natürlich auch so <laughs> für so Testimonialgeschichten ungeschickt ist. Dementsprechend, das war, ähm, war unser erster Anspruch und dann hatten wir immer von Anfang an auch dazu gesagt, wir wollen nicht die klassischen. Influencer Stories. Also wir hätten schon gern ein bisschen Kreativität ähm, und das kam dann einfach so ein bisschen darauf an, wie sehr uns auch. Also ich meine, jemand, der jetzt noch nicht so viel Reichweite hatte, das waren so am Anfang unsere Influencer. Da haben wir halt das Produkt einfach geschenkt und gesagt, es wäre cool, wenn du dafür eine Story machen konnt, äh, könntest. Dann ähm, ja, haben wir auch gar nicht so viel Ansprüche stellen können. Jetzt wo wir das auch Natürlich, ich meine, das, das hat sich auch verändert. Also mittlerweile Influencer sind sehr viel professioneller, glaube ich, geworden. Auch über die kurze Zeit jetzt, ähm, da können wir dann andere Ansprüche stellen und können sagen: Ja, äh, wir suchen uns auch mittlerweile sehr viel besser aus, mit wem wir zusammenarbeiten wollen. Aber es ist trotzdem immer ein Kompromiss. Also ich aus Markenperspektive denke zum Beispiel oft, dass die Influencer besonders gut aus Sales-Perspektive funktionieren wo ich nicht denken würde, die sind jetzt der perfekte Fit zu unserer Marke ähm, und da muss man immer einen ganz guten Kompromiss finden. Also wen wollen wir überhaupt ähm, für, für unsere Marke ähm, und was funktioniert dann auch sales-technisch ganz gut? Also genau. Ich habe die Frage beantwortet. Ich hoffe so halbwegs. <laughs> äh, gibt zwei Daumen hoch. Was ich von dir auch gelesen habe, ist, dass die Holländischen, die Niederländischen Influencerinnen und Influencer die professionellsten sein, stimmt das? Oder wie? Ja, wie das habe ich zumindest so mitbekommen. Ich habe tatsächlich nicht, also ich bin nicht die Influencer-Managerin äh, und auch nicht von Anfang an gewesen. Ähm, aber ich habe gehört, dass die die Influencer in den Niederlanden extrem professionell sind. Die haben alle eine Agentur, ähm, die, ver die verlangen Wahnsinns-Honorare. Äh, und ähm, genau, so habe ich das. Vernommen. Regulatorisch. Äh, also falls bedingt. jemand den, den Wunsch hat, Influencer, Influencerin zu werden, dann kann ich die Niederlande <laughs> empfehlen. Da lohnt es <laughs> anscheinend. Wäre dann nur noch die Sprachbarriere. Ja, genau. genau. Aber das lernt also man ja, wenn auf man jeden Fall. der deutschen Sprache möchte ist ja. Wir haben eine Frage in der vierten Reihe. Sie sprachen von, dass Sie jetzt über Ihre Marke nachdenken. Können Sie sich daran erinnern, an welchem in welcher Situation oder durch was Sie eigentlich auf die Idee kamen oder gemerkt haben, ich muss über die Marke nachdenken? Tatsächlich von Anfang an. Ähm, aber das liegt auch, ich glaube, dass... Ähm ja, also von Anfang an tatsächlich, weil ähm, wir hatten auch die Fragestellung bei diesem Produkt, ähm, wir hätten auch ein Medizinprodukt zum Beispiel, ein medizinisch angehauchtes Produkt zumindest daraus machen können für Diabetiker, Diabetikerinnen. Ähm, weil ja, das ist natürlich auch ein Vorteil für ganz viele, viele Krankheiten bietet. Also ich wusste tatsächlich, das wusste ich am Anfang gar nicht, ähm, es gibt ganz viele Leute, die zum Beispiel keine Säure vertragen oder die mit einem Magenband bestimmte äh, Restriktionen haben ähm, oder aufgrund von irgendwie anderen Krankheiten, also nicht die Möglichkeit haben, schorlen. Limus und so weiter zu konsumieren und dementsprechend nach Alternativen suchen. Und da haben wir uns am Anfang die Frage gestellt: so, ähm, ja, in welche Richtung wollen wir trainieren und wo, wo ist das größte Potenzial? Und da sind wir zu dem Schluss gekommen: naja, wir werden wahrscheinlich auch als Lifestyle-Produkt, das war so die, ich meine, das ist jetzt noch nicht wahnsinnig ausdifferenziert, aber wir werden als Lifestyle-Produkt auch diese Zielgruppen mitnehmen. Ähm, aber für für einen eine viel größeren Teil ähm, attraktiv sein können. Ähm, genauso hatten wir nämlich die Überlegung: ähm, Wollen wir das Kinderprodukt äh, sein? Weil wir wussten, das wird für Kinder auf jeden Fall funktionieren. Die haben sind deutlich sensibler auf auf die Geschm also die haben eine deutlich sensiblere Geschmackswahrnehmung. Eltern sind im Normalfall daran interessiert, dass ihre Kinder weniger Zucker konsumieren und so weiter und so fort. Ähm, und da haben sich schon erste positionierungsfragen gestellt, ähm, die wurden dann aber deutlich ähm, ausdifferenziert und wenn man in also ich habe von anfang an an der kommunikation ähm, gearbeitet und da merkt man sehr 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 schnell, dass man entscheidungen treffen muss, in welche richtung man kommunizieren will, ansonsten musste dir die frage jedes mal bei jedem blöden Post, den du postest, wiederstellen und die überlegen: Wollten wir jetzt eigentlich zu dem Thema was kommunizieren oder zu dem? Und dann gibt es eine Diskussion und so weiter und so fort. Also am Anfang so grundlegende Kommunikationsrichtlinien sozusagen zu entwerfen, das haben wir eigentlich von Anfang an versucht. Aber das ist, ähm, da, da wurde dann auch viel darüber diskutiert und dann hatte dann natürlich jeder zu eine Meinung und dann, dann ging es ans Logo und dann hat man, also ja, es war von Anfang an ein Thema. Sagen wir es mal so. Sorry. Die Marke hieß ja zuerst Joyce. Joyce, dann Tenace Ten und dann... Und dann äh. Ja, und ähm, einen Markennamen zu finden, ist eines der schwierigsten Dinge, die man heute tun kann, weil... Ähm, man ganz viele Ansprüche hat an so einen Markennamen. Also es muss irgendwie so klingen, dass es, es sollte kein Zungenbrecher sein. Es sollte international verständlich sein. Man braucht eine Domain für diesen Namen. Also nicht irgendwas total spelunkiges, sondern am liebsten was mit .com dahinter. Ähm, und, ja, und dann muss man sich am Schluss noch schützen lassen können. Das ist dann recht, rechtlich gesehen eine extreme Herausforderung, noch da irgendwelche Wörter zusammenzusetzen, die dann irgendwas ergeben, was man sich schützen lassen kann. Also, ähm, das war auch eine der größten Markenkernfragen, die wir uns am Anfang gestellt haben. Wir haben weitere Wortmeldungen im hinteren Bereich und dann noch Mitte, vorne ganz, ganz viele Wortmeldungen. Hinten links zuerst bitte der. Herr da im schwarzen Chile. Chile. Oh, Kurze Frage. Ähm, du hast ja erwähnt, dass ihr zuerst mal in China gefertigt habt. Da kam für mich einfach generell die Frage auf nach der ganzen logistischen Situation. Hatte ihr teilweise zu wenig Air-Ups äh, geliefert bekommen und dann gab es lange Wartezeiten? Die Kosten haben vermutlich jetzt in den letzten Monaten und Jahren auch zugelegt. Ja, vielleicht kannst du da etwas dazu sagen. Ja, ähm, tatsächlich, das ist es natürlich auch ein, eine, Logistik ist eine Wahnsinnsherausforderung. Ähm, ich bin froh, dass ich nicht in dem Bereich irgendwie mal die Tendenz hatte zu gehen. Ich glaube, ähm, ja, man kann, es ist natürlich immer, in so einem jungen Unternehmen Logistik zu machen, ist, glaube ich, eine wahnsinnig große Herausforderung, weil du nie vorhersehen kannst, was ist der Bedarf. Ähm, du willst nie zu viel. Ähm, Stock haben zu viel Ware in deinen Lagerhäusern, aber du willst auch nicht zu wenig haben, weil ähm, out of stock zu sein ist eines der größten Probleme, vor allem wenn du online dein Produkt verkaufst, werden dann deine ganzen Algorithmen wieder ähm, zerstört werden und so weiter und so fort. Und das ist alles gar nicht gut. Also sagen wir mal so. Und wir hatten die Situation tatsächlich. Also wir hatten ähm, von Anfang an, ich glaube, wir haben 80.000 Starter-Sets im ersten Schritt produzieren lassen, was für uns unglaublich viel war, nachdem wir überhaupt nicht wussten, wie dieses Produkt ankommen wird, und waren nach sechs Wochen out of stock und damit einhergehend hatten wir relativ lange die Situation, dass wir damit gekämpft haben, genug Ware zu produzieren. Dann hatten wir manchmal auch wieder zu viel Ware, was uns dann zugute kam, als viele Fabriken lahm gelegt waren wegen Corona. Ähm, da hatten wir, also das war wirklich, da, da hatten wir einfach total Glück. Wir hatten da eine Überproduktion zu dem Zeitpunkt. Ähm, jetzt äh, sind natürlich, gehen die, die Preise gerade total durch die Decke. Von dem her spricht sehr, sehr vieles dafür, die Produktion nach Europa zu holen. Von den Lieferketten, den Druck auf den Lieferketten, spürt ihr da was, dass ihr jetzt ewig wartet, bis das halt das Schiff ankommt in Deutschland, oder? Ja, und es geht halt auch immer mal was schief. Also, dann liegt irgendwie irgendwas quer im, im Hafen, und dann kann halt seine Ware nicht geliefert werden. Im Suezkanal, oder so. Also, Im Suezkanal ja, das ist eine Sache, oder dann läuft irgendwo Wasser rein, oder keine Ahnung, oder dann ähm, gehen, läuft deine Ware irgendwie, äh, wird die total heiß, weil es irgendwo eine Hitzewelle gibt, oder dann, ja, also es gibt ganz, ganz viele Stellen, wo schief laufen kann. Von dem her ist es ein. Harter Job, aber sehr sehr wichtig, die, die ganze Logistik zu planen. Ja. Wohl immer wichtiger in nahbarer Zukunft. Wir haben zwei Wortmeldungen in der rechten Reihe, in der linken von dir ausgesehen, Bochu. Ja, genau, die beiden Damen da, gerade hinter der Kamera. Vielen Dank für äh, all die Insights. Es ist super spannend dir zuzuhören. Was ich habe eine Frage gut. bezüglich der Anzeichen der ersten Anzeichen auf dem Markt, dass das Produkt erfolgreich werden könnte. Im Lean Startup, ähm, in der Lean Startup Methodik, sagt man ja, man versuch, sollte versuchen, so schnell wie möglich Anzeichen zu bekommen, dass es irgendwie ein gefragtes Produkt werden könnte. Wie habt ihr das gemacht? Seid ihr mit Prototypen irgendwie raus? Habt ihr das? Wie habt ihr das getestet? Ähm, wie habt ihr irgendwie versucht, so diese Anzeichen von Market Traction zu erzeugen? Bef mhm. also ich denke mal, das war bevor vor der ersten Finanzierungsrunde, oder? Ja, ich muss sagen, also wir haben jetzt keine, keine klassische Marktforschung betrieben, wir haben Freunde gefragt zum Beispiel. Und ich habe gesagt, ja, schau, ihr habt ja Prototypen, wie gerne benutzt ihr diese? Und dann haben sie natürlich alle gesagt, total gerne, weil sie wollten uns alle nicht beleidigen, das ist wahrscheinlich nicht der beste der Weg, äh, Marktforschung zu betreiben. Ähm, äh, eigentlich... Viel Trendforschung, würde ich als Designerin sagen, aber dem vertrauen ganz wenig Leute. Ich glaube aber, um eine Innovation auf den Markt zu bringen, hast du immer ein Risiko und du musst immer Hypothesen aufstellen. Und auch heute, wir versuchen zwar sehr, sehr viel stärker alles mit Daten und Fakten zu hinterlegen, aber ich glaube, dass es nur bis zu einem gewissen Grad möglich ist. Und diese Anzeichen, ja, ich glaube, was total wichtig ist, ist, dass man natürlich das Produkt immer wieder Leuten zum Testen gibt und fragt, wie ist, wie ist das Erlebnis damit, wie nutzt ihr das, mal irgendwie Leute Tagebuch führen lässt oder so Geschichten aber eine hundertprozentige Sicherheit, ob das Produkt dann am Schluss funktioniert, hast du nicht. Ähm, ich glaube, ein, ein Schritt für uns war auch tatsächlich, das Interesse der Investoren abzufragen, weil man immer denkt, ob das dann hundertprozentig stimmt, weiß man dann auch nicht. Aber dass die ein viel besseres Verständnis für den Markt haben und da vielleicht noch mal eine eigen also ähm, ja, ein guter Filter sind quasi, um auch rauszufinden, ob das Produkt Potenzial hat ähm, oder wir waren viel eben beim... Handel und haben halt mit den Leuten Gespräche geführt und gefragt, so ja, und wie findet ihr es? Und äh, manche haben gesagt, ich finde total kacke und manche haben gesagt, ich finde gut und dann weißt du aber oh, danach auch nicht, wird es funktionieren. Also es ist tatsächlich, es ist ein bisschen, eine, ich kann dir leider keinen, keinen guten Tipp dafür geben. Also ich glaube, man muss es dann bis zu einem gewissen Grad ausprobieren. Und wenn du Glück hast, kannst du es in einer kleinen Stückzahl ausprobieren. Wenn du Pech hast, nicht, dann ist es einfach ein Risiko. Dankeschön. Wir haben noch eine Folgefrage und dann gerade hier vorne. Ähm, hallo, hallo. <laughs> ähm, ich gehe noch mal ganz kurz zurück zum Influencer Marketing und zwar habe ich eine ganz konkrete Frage. Ich wollte fragen: Im deutschen Markt mit welchen Mama-Bloggern wart ihr erfolgreich oder seid ihr erfolgreich? Oh Gott, jetzt fragst du mich. Ähm, oh, ähm, Mama-Bloggern. Ähm, wir hatten eine. Das ist aber österreichischer Markt. Wie hießen die? Das ähm, ist auch kurz. Gut. kurz, kurz oh Gott, wie hießen die? Es war so ein, es ist ein Pärchen. Das waren unsere ersten verkaufsstärksten Tage, glaube ich, die wir in den ersten Monaten hatten, waren mit diesem Paar. Aber ich kann mich gerade nicht an den Influencer-Handle-Namen erinnern. Auf jeden Fall... Wenn die gepostet haben und das war total interessant. Das waren auch nicht die, die äh, Influencer mit, den, mit, den, mit der größten Followerzahl, aber die hatten eine unglaubliche Conversion Rate. Und ich glaube, dass der Grund dafür war, weil die sehr, sehr authentisch darstellen konnten, dass sie das Produkt geil finden. Und das waren dann so die Erfolgserlebnisse, die wir hatten. Cool, cool, Dankeschön. Ich muss nachher nochmal schauen, wie sie heißt. Haben wir. Hier vorne, Burt, genau zuerst. Entschuldigung, das Mikrofon kommt gleich. Moment kurz, bitte. Genau. Dankeschön. Merci. Auch meinerseits ein großes Kompliment. Ich hätte noch eine Frage zum Pricing: Wie habt ihr die Preisbereitschaft abgetastet der möglichen Konsumenten? Ja, ehrlich gesagt, auch da war es jetzt nicht wahnsinnig äh, professionell, könnte man sagen, sondern es war, äh, wir hatten damals mit unseren Investoren gesprochen, die hatten eine gewisse Vorstellung von dem Markt und haben gesagt, naja, wir sind sehr stark ähm, von der... Ver als erste Verkaufsplattform von Supermärkten ausgegangen. Da war die grundsätzliche Einigkeit in der Investorenrunde, naja, ihr müsst es so günstig wie möglich verkaufen, weil ähm, sonst seid ihr für den Standardkonsument, für die Standardkonsumentin nicht attraktiv. Und dann, weil es so, dann so verschiedene Theorien, ja, ihr, müsst Scheinen, ihr müsst in Scheinen denken, also 20 Euro oder 50 Euro machen, oder dann 15, das, auch nochmal, das sind dann äh, andere Scheine, keine Ahnung. Also, man muss in Scheine denken. Es gab so ein bisschen ein paar Theorien. Ich glaube grundsätzlich aber, wir waren am Anfang zu billig, deswegen wir haben auch tatsächlich Preise angezogen. Das hätte uns total auf die Füße fallen können, tat es aber tatsächlich nicht. Ähm, der Grund später, den wir, also uns war wichtig, dass wir eine gewisse Qualität verkaufen können. Damit einhergehend muss man einen gewissen Preis verlangen. Wichtig ist aber auch aus Konsumentenperspektive. Wir wollten darstellen, dass wir mehr können als nur eine Trinkflasche. Mir war immer wichtig, dass wir teurer sind als als normale Trinkflasche. Wir können uns auch mittlerweile, es wäre alles, also aus finanzieller Sicht macht das auch sehr sehr viel Sinn. Ich glaube, wir wären sonst jetzt noch nicht profitabel. Ähm, ja, und ähm, mit den Pots war, wir haben unterschiedliche Flavorpreise. Das war dann ein, damit einhergehend, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen vielleicht auch die Pots anders bepreisen. Das, ist, aber, das hat dann auch tatsächlich ähm, einen, einen Marketinghintergrund ähm, ta teilweise, dass wir die Pots unterschiedlich bepreisen. Ähm, ja, aber wir werden da sicher auch noch viel dran. Wir haben nicht den, den Heiligen Gral da schon gefunden, glaube ich. Äh. Also eine knifflige Frage, he? Ein kniffliges wichtige... Problem, ja, somit. Ja, ja, ja. Aber es, also bis jetzt funktioniert es gut. Aber ja, die Frage, ob es anders besser funktionieren würde, wissen wir nicht, weil wir es noch nicht gemacht haben. Wir haben gleich noch eine zweite Frage, genau in dieser Reihe. Mhm. Ja, ich habe eine Frage zum Produkt. Mein achtjähriger Sohn wünscht sich, er Cola zu Weihnachten. Ah. Und äh, er ist, äh, trinkt sehr gerne Cola. Und ich als Vater und wir als Eltern finden, er sollte da ein bisschen bremsen. Wenn er jetzt sagt, jetzt kann ich Cola trinken, so viel ich will, äh, weil es ist gesund. Ähm, Gibt es da nicht irgendwelche Folgesüchte oder irgendwie. Äh, <laughs> Gab es irgendwelche Tests? Was hat man da rausgefunden? Nee, also tatsächlich, nein, wir haben keine, also unser, unser Produkt hat keinerlei gesundheitlichen Konsequenzen. Wenn man, also der, der Effekt von unserem Produkt ist vergleichbar, wenn du an einer Bäckerei vorbeigehst und frisch gebackenes Brot einatmest. Und von dem her ist die Konsequenz quasi nicht existent oder ist nicht existent. Du trinkst halt mehr Wasser damit. Ich habe aber auch erfahren, meine Mutter ist Grundschullehrerin. Sie hatte ein Kind in ihrer Klasse, das sehr, sehr, sehr aufgeregt war über seine neue Air-Abflasche, hat so viel Wasser auf einmal getrunken, dass er leider sich äh, übergeben musste im Klassenzimmer. <laughs> Kann auch eine Konsequenz. Aber da, im Normalfall sollte wirklich nichts passieren. Also man könnte auch ähm, Schlangengift-Flavor äh, mit unseren Pots herstellen und ähm, könnte das ohne Probleme trinken. Okay. Dann gibt es noch eine Frage. Der Herr im grünen Pullover, dahinter, genau. Ähm, auch von meiner Seite herzliche Gratulation und Respekt von der aufgestellten Art. Behalte das unbedingt bei. <laughs> ähm, wenn du auf deine dreijährige jetzt, Unternehmerkarriere zurückschaust, hast du da Entscheidungen getroffen oder Sachen, die du heute anders machen würdest oder so Sachen, die dich heute noch beschäftigen? Oder so einen mehr auf den Weg geben könntest, was du da anders machen könntest? oder? Äh, ja, das ist immer so ein bisschen schwer im Nachhinein, ja, oder im Nachhinein vielleicht einfach zu sagen als in der Situation. Ähm, ich glaube, was ich anders machen würde, ich glaube, also am Anfang, wenn man diese, ja, so ein Unternehmen gründet, man hört sehr, sehr, sehr viel auf externe Meinungen, weil man... Ja, man der weiß, man hat noch keine Erfahrung, überhaupt keine Ahnung hat, wo das hingehen soll. und ähm, ich glaube, was man im Nachhinein feststellt, man hat sich im viel sehr, sehr viel ged mehr Gedanken gemacht als jeder andere, der dir von extern versucht zu erzählen, was man unbedingt tun sollte, um erfolgreich zu werden. Also ich glaube, was ich später festgestellt habe, dass dieses Bauchgefühl, über das man immer spricht, das doch meist ganz gut und richtig war ähm, und man aber sehr, sehr viel daran gezweifelt hat und das würde ich ja heute, vielleicht hätte ich da eine andere oder eine, eine stärkeres Selbstbewusstsein vielleicht in der Situation, aber Entscheidungen, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was rausgekommen wäre, wenn wir irgendeine Entscheidung anders getroffen hätten. Ich glaube, die Entscheidungen, die uns am meisten ähm, verfolgt haben, waren Personalentscheidungen, die wir vielleicht falsch getroffen haben oder die halt die nicht funktioniert haben. Also da macht man sich dann sehr viele Gedanken im Nachhinein und man weiß auch, dass das für, für die Beteiligten dann nicht cool ist, wenn irgendwie man sich von, von Leuten trennen muss und das beschäftigt einen sehr lange. Und ja, das sind so die Dinge, über die man sich Gedanken macht. Und ich glaube auch, was, was ähm, ich nur jedem empfehlen kann, wenn man sich äh, ja, selbstständig machen will mit einem Produkt, erarbeitet oder... Fangt an, Leute reinzuholen zu dem spätmöglichsten Zeitpunkt im Sinne von ähm Entwickelt das Produkt in Ruhe so weit, es geht weiter, weil du nie wieder so viel Zeit haben wirst, Gedanken reinzustecken, ähm, so viel Zeit haben wirst, es weiterzuentwickeln und so fort. Wenn du, sobald du Investoren dabei hast, sobald du irgendwie externe Partner dabei hast, du hast immer Deadlines, du wirst, es wird dir extrem schwer fallen, diese Produktentwicklung zu verzögern oder zu sagen, nee, jetzt lasst uns da noch mal eine Runde drehen oder so. Ähm, also das sind, ja, das sind so ein bisschen die Learnings, die ich mitgenommen habe. Ich bin froh, dass wir ähm, die Arbeit nicht in, also von Anfang an ähm, mit so vielen Leuten an Bord entwickelt haben, sondern das am Anfang in Ruhe und äh, mit viel Freiheit machen konnten. Cool, danke. Wir haben noch einige Fragen. Ich würde in Anbetracht der Zeit die letzten Fragen, würde ich sagen. Da hinten bitte noch. Genau, der Herr mit der Brille da. Hinten, oder... Auch der Herr. <laughs> es gibt noch viele ähm, Fragen. Vielen Dank für die äh, spannenden Antworten. Ich habe auch eine Air Up Flasche und mein Lieblingsgeschmack ist Zitrone. Ja, ich bin ah, sehr zufrieden, ja. genau. Ähm, und meine Frage ist ein bisschen, ähm, ich denke, es gab vielleicht auch mal Rückschläge oder so in dieser ganzen Karriere mit Air Up. Äh, wie hast du dort Mut getankt, wenn es diesen gebraucht hat und vielleicht auch mal Energie Oh, ich glaube, ich habe ja vorher über dieses Hamsterrad gesprochen, in dem man sich dann befindet und ich glaube, was man denkt, ist zu bestimmten Punkten, und das ist nicht gesund, wenn das nicht klappt, dann ist, weiß ich nicht, dann passiert was ganz Schlimmes und man wird nie wieder glücklich, weil man die Chance vertan hat oder ich weiß nicht, was. Und was mir da immer geholfen hat, ist dann so den Schritt, Schritt zurück zu tun. Ich habe Coaching zum Beispiel viel gemacht, das war was, was ich eigentlich worauf ich überhaupt keinen Bock hatte, weil meine Mama irgendwie so eine Kinder- und Jugendtherapeutin Ausbildung gemacht hat und das immer gerne bei mir austesten wollte und ich immer dachte, so oh, definitiv nein. <laughs> ähm, aber es hilft einem sehr sehr, sehr viel so eine externe Perspektive manchmal zu bekommen, weil man so emotional auch verstrickt ist mit dem Produkt und mit der Situation und dann hat man, man kommt da so sch schlechter raus, weil man das halt, so, der, der gesamte Alltag ist. Also, ich hatte ja nicht nur ähm, ein Unternehmen gegründet, sondern ich habe ein Unternehmen mit Freunden gegründet, ähm, was dann nochmal eine ganz andere Komponente mit reinbringt. Und das ist dann nicht nur ähm, unter der Woche und man ist um 5 Uhr zu Hause und denkt sich so: Ja, Scheiß drauf, ich gehe jetzt irgendwie einen mit meinen Freunden drauf machen, sondern ähm, das wird dich auch um 10 Uhr abends beschäftigen und es wird dich leider auch am Samstag beschäftigen oder am Sonntag. Ähm, und da ist es gut, sich die Zeit zu nehmen und zu sagen: Ich nehme heute frei und ähm, ich tue was Gutes für mich und spreche mit Leuten, denen er total scheißegal ist. <laughs> ja, Dankeschön. Ist genau, dann wäre das die letzte Frage. Ich hätte ähm, kurz fragen wollen, wie es mit der ersten, also nicht ersten, aber mit der bekannten YouTube-Werbung gekommen ist. Wie war der Weg, dass ihr zu diesem Winning Ad gekommen sind? Äh, war das eher Quantität oder wirklich Qualität, dass ihr gesagt habt, hey, wir planen das richtig aus, dass es wirklich dazu kommt, dass es mit dieser Werbung sehr gut funktioniert? Das ist eine gute Frage. Wir hatten ähm wir, haben, also, wir hatten eine erste, wir hatten das Produkt, wir hatten eine Verpackung, wir hatten aber, um wieder auf die Markenfrage zurückzukommen, ähm, leider da noch kein stringentes Konzept dahinter. Nicht, weil wir uns da nicht Gedanken gemacht haben, sondern weil da auch sehr viel externe Meinung mit reingeflossen ist, wie wir das Ganze eigentlich am besten tun sollten und wir nicht wussten, wer eigentlich unsere Zielgruppe ist. Das wussten wir aber zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, über unseren Webshop zu verkaufen. Und wir wussten auch zu dem gewissen Zeitpunkt, okay, wir wollen eine jüngere Zielgruppe adressieren, was wir am Anfang auch nicht wussten. Wir haben halt uns gedacht, ja gut, wenn wir im Supermarkt stehen, dann müssen wir eigentlich, müssen wir für die vegane äh, 16-Jährige attraktiv sein, aber wir müssten auch für Erna Müller aus Hinterdupfing mit 66 Jahren attraktiv sein. Und es macht natürlich ein bisschen schwer, dann zu überlegen, okay, wie mache ich Werbung, wie mache ich, ähm, ja, wie baue ich meine Marke auf. Und als wir dann zu dem Zeitpunkt, also die ersten YouTube-Kampagnen, das war tatsächlich der ausschlaggebende Zeitpunkt, dass wir uns auch ähm, nochmal grundlegend Gedanken gemacht haben, wie wollen wir unsere Markenstrategie aufstellen. Ähm, das haben wir dann in Zusammenarbeit mit einem ähm, und heute meinen, meinem Lieblings-Barings-Markenpartner ähm, Thomas gemacht, der heute bei uns Head of Global Brand Strategies ist, tatsächlich ein Schweizer. Ähm, der kam zu dem Zeitpunkt rein und wir haben mit einer Produktionsagentur angefangen zu arbeiten die sehr, sehr gut wusste, dass es nicht effizient ist, eine große Storyline, eine große Werbekampagne zu shooten, zu produzieren, die sehr, sehr, sehr viel Geld kosten wird und am Schluss uns es nicht erlaubt. Kommunikation auszutesten. Weil was du am Anfang machen musst, um rauszufinden, was funktioniert denn gut, ist, dass du ganz viel A- und B-Tests machst. Also du hast quasi einen Videoclip, den du, ähm, ja, den du auf YouTube stellst oder bei Instagram reinstellst oder wie auch immer, ähm, und du probierst einen A-Satz aus. Also du, du versuchst in die eine Richtung zu kommunizieren und dann hast du mit demselben Bildmaterial einen anderen Satz und dann probierst du, was, was konvertiert besser. Und wenn du ein, also was viele klassische Marketingagenturen machen, ist, die bieten dir an, so eine große Werbekampagne zu, zu, zu bauen und zu, zu produzieren. Ähm, und das große Risiko ist, dann funktioniert es halt nicht vielleicht so. Ähm, und diese, diese Produktionsagentur, mit der wir zusammengearbeitet hat, haben, die haben ähm, sehr clever gesagt: Lasst uns eine ähm, Materialbibliothek aufbauen. Also wir, wir, wir shooten. Eher ab Material, also wir haben dann Models engagiert und haben das tatsächlich so, wie man halt so ein Shooting macht, ähm, haben aber das meiste in zwei Tagen rausgeholt, was ging, weil wir hatten auch nicht mehr Geld, also wir haben dann viele Fotos gemacht, wir haben ganz viele ähm, Videos gemacht, aber das war eher Stockmaterial, also wir haben da keine richtige Story hintergesetzt und haben das dann kombiniert mit anderem Stockmaterial, was man so im Internet findet und haben das zu einer Story immer zusammengesetzt und sind damit sehr lange gut gefahren und haben dann einfach andere werbebotschaften quasi draufgesetzt und so ist es eigentlich zu diesem video style gekommen wo wir aber auch gesagt haben der ist eigentlich genau das was zu unserer marke auch passt und am schluss eine sehr junge generation anspricht die das gewöhnt sind weil auf youtube ähm, konsumiert man ja sehr viel eigen material und ähm, ja, so kam es zu den werbungen die wir auch noch heute zeigen, aber wir werden bald ein neues Material haben. Also mittlerweile können wir uns auch ein paar mehr Shootings leisten. Dankeschön. Ja. Viel Erfolg dabei. Danke. Vielen, vielen Dank für diese tollen Fragen. Vielen, vielen ja, Dank dir, Lena, gut. für deine ausführlichen Antworten. Bevor wir zum Schluss schreiten, ich habe noch eine Minute kurz. Für alle, die jetzt hier geblieben sind, es hat sich gelohnt. Wir haben nämlich noch eine Verlosung, die habe ich extra... Geheim gehalten, um zu schauen, wer wirklich treu ist. Hier, wir haben vier Air-Up-Flaschen Starter-Packages, die wir ja, verlosen. Starter -Sets. Genau, Starter-Sets. Und zwar einem, einerseits an die Person, die als erstes eingecheckt hat heute Abend. Dann die 18. Person, die eingecheckt hat, wegen 18. November, klar. 60. Person, die eingecheckt hat, wegen 60 Millionen ja. Seed Money quasi. Und Personen, die genau um 18 Uhr eingecheckt hat. Also gerade oh. <laughs> im Sinne von an der HWZ ist man nie zu spät, wenn man quasi hier ankommt. Die Person, die eingecheckt hat zuerst, war Felix Huber. Felix Huber darf nach der Verabschiedung hier gleich vorne vor dem Apro die Air-Abflasche abholen. Yes. Genau. Dann haben wir die 18. Person, die eingecheckt hat, das ist der Dagobert Fritz. Dagobert Fritz. Cool, ja, <laughs> wunderbar. Die 60. Person, die eingecheckt hat, der Stefan Lüscher. Stefan Lüscher. Ja, yeah. wunderbar. Der ist auch noch hier. Alle hier bis jetzt. Wunderbar. Und Person, die genau um 18 Uhr eingecheckt hat, Lea Link. Lea Link. Ey, voilà. Das sind die vier Gewinnerinnen. Und Gewinner, die dürfen nach der Veranstaltung hier unten gleich noch die Air-Up-Flaschen abholen. So, und natürlich, auch du gehst nicht mit leeren Händen zurück nach München. Wortschuh von der HWZ hatte noch eine Züri-Box, die wir dir übergeben dürfen. Ich hole die gleich eben mal kurz. Es hat nichts mit Riechen, wobei doch eigentlich, aber nicht mit retronasalem Riechen zu tun. Das ist eine Züri-Box, da hat es Chin drin, Landjäger, es gibt äh, alles äh, Produkte alles. aus der Region Zürich und wer weiß, vielleicht gibt es ja dann ein Landjäger Air-Up-Flasche in Zukunft. tausend Dank! Lena Jüngst, meine Damen und Herren. Danke euch, Danke für die guten Fragen. Das ist dein Applaus, Lena. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst für deine Antworten. Es war sehr angenehm, auch in dieser Runde mit diesen tollen Fragen und dass du so offen warst. auch. Jetzt kommen wir zum erquicklichen oder noch erquicklicheren Teil des Abends. Es geht über zum Apero. Richtig getrunken, richtiger Wein und nicht einfach nur Pots. Genau. Vielen, vielen Dank auch.